Herzlich willkommen zu meinem ersten Naturlocken Pflege- und Styling-Video. Ja, ich weiß, dass es vielen von uns gleich geht. Viele von uns hätten eigentlich Naturlocken oder Wellen, aber trauen sich irgendwie nicht dazu zu stehen. Und wie es bei mir dazu kam, dass ich nach fast 25 Jahren mich endlich traue, meine Naturlocken zu tragen, das habe ich euch in meinem ersten Video zu meinen Naturlocken erzählt, verlinkt unten in der Infobox. Und ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, als ich mich dann dazu entschieden habe, meine Naturlocken zu tragen, war ich das erste Mal ein bisschen aufgeschmissen, denn ich wusste gar nicht genau, wie muss ich die pflegen, wie muss ich die stylen, denn jeder mit Locken oder Wellen weiß, dass wenn man die Haare nach dem Waschen trocken föhnt, dass das überhaupt gar nichts wird. Deswegen bin ich mich jetzt mit verschiedensten Sachen am Durchtesten, habe natürlich als erstes mal ganz YouTube durchgestöbert und bin bei einigen YouTuberinnen auf so ein Leinsamengel gestoßen. Ich habe ein sehr gutes Video dazu gefunden bei der Joanna. Ich verlinke euch Joanna unten in der Infobox und ich habe mir erlaubt, dieses Leinsamengel jetzt auch für euch vor meiner Kamera herzustellen. Dieses Leinsamengel könnt ihr ganz einfach selbst machen. Ihr braucht dazu 700 ml Wasser und 5 Esslöffel Leinsamen und die kocht man dann einfach auf und wenn ihr das so umrührt, könnt ihr dann zuschauen, wie das mit der Zeit so gelartig wird. Wenn das Ganze fest geworden ist, könnt ihr es mit einem Sieb abgießen. Wenn ich das Leinsamengel abgegossen habe, gebe ich noch ein bisschen Arganöl dazu und vermische das Ganze gut. Dieses Arganöl habe ich jetzt hier verwendet. Und so geht das, wenn ich mir die Haare wasche. Zuerst bürste ich mir die mal mit einer großen Holzbürste durch, mache die dann ein bisschen nass und feuchte mir die Haare ein bisschen an. Dann kommt vor dem Waschen kommt eine Intensivhaarkur drauf, nämlich Olaplex. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Veganes Produkt, super geniale Intensivkur. Das arbeite ich mir dann gut in die Längen und in die Spitzen ein. Darüber gebe ich dann noch ein bisschen Shea Butter. Den habe ich auch aus dem Reformhaus, wie auch das Arganöl, welches ich euch vorhin gezeigt habe. Und das Ganze lasse ich dann mindestens 20 Minuten einwirken. Wenn ich länger Zeit habe, auch länger oder auch mal über Nacht. Und danach, nach der einen Zeit, spüle ich das gut aus. Und dann erst wasche ich mir die Haare. Dann kommt ein bisschen Conditioner drauf. Dann gebe ich meine Haare in ein T-Shirt, habt ihr richtig gesehen, oder in ein Mikrofasertuch, habe ich mir jetzt online bestellt. Ich hoffe, das kommt die Tage an. Und dann sind die erstmal handtuchtrocken. Dann verwende ich das NuGrow, diese nährende Kopfhaarlotion, die regt die Haarwurzel zum Wachstum an und außerdem gibt es auch so ein gutes Ansatzvolumen. Ich mag das total, erst recht jetzt bei den Locken, ist das echt super zum Stylen nachher. Dann kommt auch schon das Leinsamengel zum Einsatz. Das knete ich mir dann nach der Kopfhaarlotion, nachdem ich die einmassiert habe, so in die Haare ein und lasse die Haare weiter an der Luft trocknen, ohne Hitze. So sieht das jetzt mittlerweile aus. Ich bin es jetzt am Luft trocknen lassen. Also da ist jetzt nur dieses Leinsamenöl drin und noch nichts geföhnt, gar nichts, einfach am Trocknen lassen. Und ihr seht schon, wie die Locken kommen, also diese Sprungkraft, die ich eigentlich habe. Wieso habe ich die so lange versteckt? Das ist doch eigentlich so was Schönes. Und ja, ich lasse die jetzt noch fertig trocknen. Ein kleiner Tipp, erschreckt euch nicht, dass es hier kein Volumen gibt, wenn ihr das Luft trocknen lässt. Das kommt erst dann ganz zum Schluss. Am Schluss kann man das kopfüber so ein bisschen aufschütteln und so, aber das ist normal, dass wenn ihr das Luft trocknen lässt, es halt oben anfangs eher platt ist. Einfach Geduld haben und bis zum Schluss abwarten. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es vollständig getrocknet ist. Ich ziehe die Haare erst ganz am Schluss, wenn sie wirklich komplett trocken sind, noch so ein bisschen auseinander. Nochmal kopfüber ein bisschen aufschütteln und das wär's dann. Naturlocken ohne Hitze bearbeitet.